Hallo, hier ist der Mann mit dem Strich in der Nase. Also scheint die Sonne am Bahnhof, 15.02.23. Und ich höre mir den Dieselbus von Rottbusverkehr. Ralla, 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 ralla. Ist das nicht verboten? Geh mal dahin, ich guck mal, ob das schön, dass der ist. Och, jetzt fährt er los. Aber der ist mindestens 5 Minuten gelaufen. Jetzt laufe ich mal hier so, darf ja nicht die Leute quälen. Das ist der Bus 326 von Cottbusverkehr. Es ist jetzt 15.07 Uhr. Immer noch der 15. So. Ich rufe mal bei Cottbusverkehr an. So, ich habe dort jetzt angerufen beim Cottbusverkehr. Hallo? Annehme. 1-0 Berliner Straße 139 nach Sachsendorf. Sag bloß. So. Ich habe jetzt angerufen beim Cottbusverkehr. Die gute Dame hat mir gesagt, sie wüsste das nicht. Übrigens, heute ist es gerade 12 Grad, haben wir es hier. Der Bus steht in der Sonne. Ganz wichtig, ne? Weil die gute Frau hat mir gesagt, na, vielleicht machen die das aus technischen Gründen, damit die Fahrgäste nicht kalt wird. Weil, wohlgemerkt, ne? Sonnenschein, aufheizende Wärmestrahlung, die rein ins Auto, Bus, aber kommt nicht mehr raus durch Veränderung der Wärmestrahlung. Da war ja was, Albedo-Effekt. Das ist nicht der Albedo-Effekt, ist, wenn es weiß ist. So, ich soll doch einen Antrag dann schriftlich machen. Das habe ich erklärt, ich habe das schon im Oktober gemacht. Weil sie hat mir erklärt, das machen die ja vielleicht aus technischen Gründen. Ha? In diesem Bus muss 2023, ein Mercedes-Dieselbus muss 2023 aus technischen Gründen bei fast allen Dieselbussen vom Cottbusverkehr am Halteplatz, in dem er Viertelstunde oder halbe Stunde steht, laufen. Ja, nein. Da habe ich erklärt, ich habe das schon mal im Oktober gemacht, die Anfrage. Da kam auch keine Antwort. Also mache ich nachher ein Video, werde ich mich filmen oder morgen, wie ich die Anfrage mache. Das wird toll. Gucken, was wir dann machen.